Heute möchte ich Sie einladen, mit mir zu backen. Ein wunderschönes Rezept, einen Eierlikör-Sahne-Kuchen oder Torte. Als erstes mache ich meinen Ofen an. Ich nehme immer gern Ober- und Unterhitze, 180 Grad. Ich nehme meine Eier und die kommen jetzt in die Rührschüssel. Ich nehme natürlich frische Eier und trotzdem schlage ich gerne jedes Ei erstmal einzeln auf. Und jetzt kommt dazu eine Prise Salz, wie immer. Dazu verwende ich auch unser Bergkernsalz und 50 Gramm Zucker. Ohne Zucker geht es nicht. Und nun lassen wir das 8 Minuten schön schaumig rühren. Höchste Stufe. So, und nun noch unsere Tonkabohne. Ein Hauch raste ich hier rein. So, das genügt schon. So, unsere 8 Minuten sind um. Und man sieht diese wunderschöne cremige Ei-Zuckermasse. Ich nehme Walnüsse aus dem letzten Urlaub aus Ungarn und die mache ich jetzt in meinen Mixer. Die werden jetzt klein gehackt. Ich nehme immer gern ganze Nüsse oder Mandeln. So, und zu den Nüssen gebe ich jetzt diesen wunderbaren Zucker. Der nennt sich Muscovado-Zucker, ein unraffinierter Rohrzucker. Und ich mache mir auch immer sehr viel Gedanken um meine Rezepte. Ich will also, dass es frisch ist und dass es gesundheitlichen Aspekt auch hat, obwohl es ein Genuss ist. Und nun habe ich probiert, den Zucker zu reduzieren. Deshalb nur 50 Gramm weißer Zucker und 100 Gramm von diesem köstlichen, nach Malz duftenden Rohrzucker. Und den gebe ich jetzt mit zu meinen Nüssen. Das ist jetzt unsere wunderbare Nuss-Zuckermischung. Und diese gebe ich jetzt nochmal in eine Schüssel. Denn jetzt brauchen wir unseren Kakao, um den Schokoladengeschmack zu erreichen. Und um ein gutes Ergebnis zu haben, gebe ich natürlich alles durch ein Sieb. 3 schöne Esslöffel Kakao und einen halben Teelöffel Backpulver. Dann nehme ich auch das Wallenstein-Backpulver. Habe ich mir so angewöhnt. So, guten halben Löffel. Und das kommt jetzt über die Mischung. Dieser Boden ist natürlich auch für Menschen, die Glutenunverträglichkeit haben, weil wir verwenden ja kein Mehl und auch keine Butter. Also ist es ja fast ein Diätprodukt. Bis auf die Schlagsahne. Aber die muss sein. Und die ist ja auch gesund. Ich vermenge das also richtig schön, damit ich dann auch vom Teig her eine Gleichmäßigkeit habe. Und jetzt, um auch die Konsistenz dieses wunderbaren Mischung von dem Ei und dem Zucker zu behalten, diese Mischung mache ich jetzt vorsichtig. Meistens nehme ich so 3 Schritte und versuche das so vorsichtig unterzurühren. Und jetzt riecht man schon den feinen Schokoladengeschmack. Muss man immer schön nach unten nochmal greifen, weil es schwerer ist und sich absetzt. So. So, man sieht also, dass der Teig jetzt immer dunkler wird. Er geht natürlich etwas zurück, aber das ist normal. Und trotzdem haben wir noch jetzt eine schöne Masse. Meine Kuchenform mit Backpapier bespannt und etwas Butter, die einzige Butter bei diesem Rezept, gebe ich hier an den Rand der Backform. So, das reicht. Und jetzt
nehmen wir unsere Backmischung, rühren noch mal kurz durch und gebe sie vorsichtig jetzt hier in die Springform. Man sieht hier das noch ein bisschen, aber das kann man dann noch mal ein bisschen verrühren. Aber das ist halt handgemacht. Das riecht schon sehr lecker nach Schokolade. So, und jetzt geben wir unseren Kuchen für 30 Minuten in den Ofen. Sieht gut aus, riecht gut. Lasse ich ihn kurz auskühlen. Jetzt mache ich vorsichtig den Rand. So, dann ziehe ich mir immer schon mal vorsichtig den Boden weg, damit er besser auskühlt. So, jetzt müssen wir noch einen Moment warten. Jetzt ist unser Kuchen, denke mal, etwas ausgekühlt. Jetzt nehme ich mir immer gern so eine Platte. Und das ist dann immer so eine, und vorsichtig oder gedreht. Und jetzt kann man wunderbar dieses Papier vorsichtig abziehen. Und somit bekommt man dann auch eine schöne Oberfläche. Der Kuchen kann richtig auskühlen, um dann die Sahne aufzunehmen. Wir nehmen also 500 ml Schlagsahne, gute Sahne, 2 Päckchen Sahnesteif. Ich mache das immer so ein bisschen an hier. Das ist die Basis für unseren Eierlikör, damit er nicht untergeht. Und damit es nicht so spritzt, nehme ich dieses Tuch, mache es hier drum und kann jetzt richtig Vollgas geben. So, unsere wunderbar geschlagene Sahne gebe ich nun einfach auf diesen Boden. So. Nun kann man das so ganz kreativ, sage ich, verteilen. Jetzt mache ich mir immer gern hier in der Mitte so eine kleine Vertiefung. Geht natürlich gut mit so einer Platte für den Eierlikör. Wie gesagt, man kann auch einen Tortenring nehmen. Nehme ich auch manchmal. Dadurch, dass der jetzt doch etwas fester ist, bleibt er auch schön hier auf der Schlagsahne. So. Reicht erstmal. Jetzt kommt unsere wunderbare Schokolade zum Einsatz. So, dann nehme ich mir diesen Gemüseschäler und versuche hier so schöne Späne zu hobeln. Und jetzt das Finish. Ich streue also hier diese sogar noch was übrig für den nächsten Kuchen. Nun ist unsere Eierlikör-Sahnetorte fertig. Guten Appetit. Dankeschön. Und für Sie vielen Dank fürs Zusehen, Ihre Ingrid Fischer. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.